Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir... die beiden Seen da abgeklappert. Und heute wollen wir zum See der Kühnheit. Und ja, und mir ist dabei aufgefallen, dass wir noch uns ein bisschen... nochmal bewegen müssen, von mir aus nach Herzhofen, weil in dem Kaff hier gibt es ja auch leider keinen Laden, ne? Ich flieg mal wieder an das einzige Kaff, in dem kein Laden ist. Und ja, deshalb muss ich jetzt mal kurz noch ein anderes Kaff erstmal meine Pokémon noch heilen. Mach jetzt einfach mal hier. Und da noch Tränke kaufen. Die sind ganz wichtig, weil da oben, das ist schon ein gutes Stück an Route, das man da bearbeitet. Mit auch schon vielen Trainern. Und das wird, denke ich mal, so die schwierigste Passage für uns, weil die haben da ganz viele Eis-Pokémon. Ich habe extra schon Flo rausgenommen, weil der da vierfach effektiv getroffen wird. Aber, so, Hypertränke. Nehmen wir mal 13, so. Ja, wie soll ich das jetzt sagen, ne? Ich habe halt eben Chase, der auch nicht eingesetzt werden darf. Alien kann es nicht wirklich wehren. Und Luna wird ja momentan noch mit dem EP-Teiler ein bisschen fortan trainiert. Du kannst ja auch nicht wirklich was. Bitter. Aber, ja, wir haben dann halt noch Rimmist, Geil und Bernd. Bernd ist ja sowieso schon über dem eigentlichen Level, das wir wollen, ne? Also, ich habe jetzt erstmal gedacht, ich trainiere alle auf Level 40 per Router, aber, ne, wird jetzt ja wahrscheinlich wieder anders da laufen. Aber ja, ein Fliegen-Pokémon ist halt immer auch mal ganz praktisch im Team zu haben. Ich denke, solange wir jetzt noch durch den Kraterberg gehen, werde ich Alien nach vorne packen. Falls da doch noch irgendein Trainer kommt, dass wir den da mal ein bisschen mit Alien zerfetzen werden. Oh, hier sind Bären. Pflücken wir mal wieder Bären. Eine Labrusbeere. Schöner Name. Eine Japa-Beere. Auch ein schöner Name. Da sind zwei aufgemalt. Aber nur eine Wilbierbeere. Auch ein schöner Name. Und eine Pirsifbeere. Kennen wir ja schon. Schöner Name, schöner Name, schöner Name. Kennen wir ja schon. Haben wir die Trainer hier schon besiegt? Ja. Nein. Huch. Ich nehme meinen Noctu überall hin mit. Noc, hast du nicht gewonnen? Hehe. Der war flach. Der war sehr flach. Ah, die sind hier ziemlich stark. Das ist ja noch ganz gut, ne? Kann man noch ganz gut trainieren. Hier so mit Donnerblitzen so. Ganz gut, ja. So, aber das dürfte auch down sein. Was? Was? Was hat das für Spezialverteidigungswerte? Was? Jetzt bin ich gerade total fertig. Was? Oh, ne? Der Volltreffer hätte mal vorhin kommen müssen. Mit Seegesang füllen wir noch ein bisschen unsere Kraftpunkte auf. Luna hält auch noch ein paar. Muss nur gucken, sie darf jetzt nicht über 4000 erlangen, war es so, ne? Jetzt dürfen es noch 3500 ungefähr sein. Ja, genau. Weil sie soll Level 40, wenn es geht, oben erreichen, wo sie sich entwickelt. Ich bin stark, 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 ich bin stark. Wirklich? Ja, ich bin stark. Ich bin stark. Okay, jetzt bin ich bereit. War, du hast mich erschreckt. Du wirst gleich verstehen, wieso du diese TM gesehen hast. Birgit verstaut TM 77 in der TMV in der Tasche. Ich versuche es dir ganz einfach in Worten zu erklären.
Angenommen, dein Gegner verwendet Härtner und erhöht seine Verteidigung. Wenn dein Pokémon jetzt Psycho Plus verwendet, erhält es die gleiche Verteidigungsverbesserung wie der Gegner. Und das bezieht sich auf alle Statusveränderungen des Gegners. Ach ja. Während ich Ruinen erforschte, sah ich einen Trainer, dem muss ich nachgehen. Der Trainer war doch nicht etwa ich? Geht es schon wieder los mit der Bronzelerei? Bronzelerei, alles klar. Naja, die sind nicht so stark. Ich hoffe, da reicht eine Ampelleuchte. Hoffe, das sind 10 Level. Ist ja mal richtig eklig, was der da macht. Ja klar treffe ich mich selbst, ja. Also das wäre auch mal ein Wunder, wenn nicht. So, er hat gemerkt, der Begrenzer hilft nichts, also direkt zum Sondersensor greifen, ne? Ich warne dich, Alien. Gerade eben wollte ich schon sagen, noch einmal, ja? Du hättest Genesung machen müssen. Nein, nicht die Genesung. So, jetzt dürften es noch 3200 knapp sein. Boah, ihr immer mit eurem Scheiß Bronzeln hier. Boah. Geht mir richtig auf den Keks. Das notiere ich mir jetzt mal ganz kurz auf den. Auf. Wo ist der Zettel hin? Ich hatte hier einen Zettel mit meinen Vorsätzen. Ah, da liegt er. So. Wenn das auch noch mal so um die, also 3200. So. Wow, das war wirklich wenig Schaden. Oh nein! Eisenabwehr gegen spezielle Attacken. Wie kann er das nur tun? Schön, dass das jetzt auch gereicht hat, ne? Nochmal minus 200 sind wir noch bei 3000. Wow, wer hätte es gedacht, er hat nochmal im Bronzel, ne? Dann sind wir so bei 2800 ungefähr. Naja, sagen wir 700, weil das ja immer noch mal ein bisschen mehr waren, ne? Donnerblitz, ja. So, der macht ja ganz guten Schaden, ne? In der Ruhe liegt die Kraft. Bla 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 bla. In der Ruhe liegt die Kraft. La 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 la, in der Ruhe liegt die Kraft. La 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 la, in der Ruhe liegt die Kraft. La 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 la. Nein, ich bin doch nicht verrückt. Quatsch. Doch, irgendwie ja schon. Sondersensor ist ja schon eine coole Attacke, ne? Also ich finde die Animation hier ganz cool in der Gen. Wenn das Pokémon dann auch so größer wird, nur sieht halt eben sehr ungesund aus, ne? Ist es da wirklich noch ein KP? Dieser Rotzfahnen da ist noch ein KP? Das ist... Was? Was? Abfahrt wird nur noch Donnerblitz eingesetzt? Alien, ich warne dich, ja? Du wirst nicht mehr eingesetzt, ja? Das kann ich dir versprechen. Du wirst ein Problem mit uns kriegen, ja?
Na, guck, da muss man nur drohen. Das sind so die richtigen Erziehungsmaßnahmen. Wir haben 10 Minuten für diese scheiß Route gebraucht. Gibt's ja wohl nicht. Ruin Maniac Pierre. Ich will jetzt vorwärts kommen, deswegen überspringe ich den da. So. So, die Stärke ermöglicht es mir, den Felsen zu bewegen. Da rechts ist nur ein links ist nur ein Sonderbonbon. Darauf kann ich gerne verzichten. Hier könnten wir Auflockern nutzen. Mache ich aber nicht. Amelity, schönes Pokémon. Zerstichter Nebel. Hoffentlich können wir deshalb besser fliehen. So. Holen wir mal noch einen Schutz raus. So. Da. Wir müssen nämlich einfach nur immer geradeaus und irgendwann hier rechts einfach wieder hoch. Wo geht's da rein? Ah, hier kann man zu Regi Eis bestimmt am Schluss. Und schon auf Route 216. Wunderbar. Hallo und herzlich willkommen. Ja, nach dieser kleinen Unterbrechung. Meine Schwester ist gerade nach Hause gekommen. Und ja, ich hoffe, die Soundeinstellung des Ganzen passt wieder. Wir sind jetzt auf der Route 226 angekommen. Und ja. Kämpfen wir mal gegen diese Frau. Immer bereit sein, wenn die Pflicht ruft. Jede Herausforderung annehmen. Das ist die Art und Weise eines Trainers. Mir ist das Ganze ein bisschen zu schnell vorgekommen. Also irgendwie, anscheinend war es das auch. Feuchtigkeit, alles klar. Das Enteron ist gerne feucht. Ja, hier dürfen wir uns auch schon ein neues Pokémon fangen. Ich hoffe, ich habe auch genug Bälle dabei. Bälle. Es hagelt. Wenn man sich jetzt mal so richtig überlegt, Enteron ist ja schon hässlich, ne? Na, egal. Gut, dass ich die Psychokinese eingesetzt habe, denn Donnerblitz kann ich jetzt nicht mehr einsetzen. Ich habe vorhersehbare Kräfte. Luna erhält noch Erfahrungspopel. Jetzt sind wir so bei ungefähr 2000. Mogelbaum. Mogel, Mogel, Mogelbaum. Mogelbaum, Mogelbaum. Ja, können wir Rim reinschicken, ne? Weil Mogelbaum hat, glaube ich, den höchsten Angriff oder so, warum auch immer. Aller Gesteins-Pokémon, glaube ich, und... Ja, ne? Mit einer doppelten Verteidigungssenkung ist der Mogelbaum nicht mehr so geil als Gegner. Ja, guck, mit Techniker wäre das schon viel geiler gewesen. Naja, ich meine, Cherox ist trotzdem ziemlich cool, ne?
Ich überlege gerade. Chirox kann doch bestimmt Eisenschädel irgendwann erlernen. So, Luna ist jetzt so bei 1400. Und noch ein Galopper. Oh, da wechseln wir aus. Kann sogar eigentlich mal Chase übernehmen. Jo, ne? So, Eisenschädel. Chirox erlernt von alleine Eisenschädel. Auf Level 53. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist natürlich ganz cool, ne? Da haben wir nämlich noch einen gescheiten Stahlstipp. Alles klar. Ja, genau. Hier Attackenlehrer. Ach, du bist doch eine Mistgeburt. Kann nur so eine Mistgeburt sein wie Galoppa. Überlebensareal, okay, das hat sie auch geklärt. Stadtteilmittel. Überheiler, Aber echt, lernt Chirox so geile Attacken, das habe ich gar nicht gewusst. Anscheinend habe ich mich doch noch nicht gut genug. Ja, holt zwar einen Feuersturm raus, ne? Alles klar. Stopp. Das erlernt sogar noch Kreuzschere, sogar schon ziemlich bald. Wow. Die werden ja mal richtig stark. Kreuzschere lernt schon im, ich glaube, Level 41 war es gerade eben. Deswegen also. Was dazu mit Kreuzschere, ne? Kreuzschere, Kehrtwende, Flügelschlag und... Ja, Flügelschlag halt noch so. Flugattacke ist auch nicht schlecht und... Vielleicht auch kommt noch eine Kampfattacke hin. Bis zur Liga weiß ich noch nicht. Und da noch, Eisenschädel, ne? Das ist ein Moveset, lässt sich sehen. Und warum macht mit der scheiß Galoppa so viel Schaden? Ich weiß es halt nicht mehr. Ich meine, wir waren schneller, aber das Risiko möchte ich eigentlich nicht eingehen. Wenn es noch ein Speed-High war. Feuersturm könnte doch auch mal daneben gehen. Oder mach doch irgendwas Dummes. Aber auch ich riskiere hier gerade einen Volltreffer, ne? Ich muss jetzt einfach gucken, dass wir schneller waren. Komm schon, bitte, 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 Babe. Yes. Gut. Da haben wir Galoppa auch besiegt, ne? Nochmal, ach, okay, ich glaube, jetzt nehmen wir den EP-Teiler ihm nochmal ab. Ja. Also ihr, Entschuldigung, nicht ihm. Hier gab es sogar, glaube ich, irgendwie eine TM, oder? Abgesehen von Hagelsturm, ich glaube, die gab es auch hier. Gehen wir erstmal da entlang? Ich glaube, ja. Da war, glaube ich, auch eine Heilerin in so einem Haus. Da können wir uns erstmal heilen. Ich weiß nicht, ob ich da noch die ganzen Trainer machen möchte. So ein bisschen durchwaschen möchte ich jetzt schon. Ich möchte jetzt nämlich auch nämlich so langsam mal fertig werden. Nämlich. So. Chlorophyll, ja, setzt du doch mal Sonnentag ein. Schön, dass wir noch eine effektive Ampelleuchte haben. Die mal sowas von gar keinen Schaden macht. Wow, also.
Irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis, Chase zu heilen und mit Chase hier reinzugehen. Ich verstehe auch nicht, warum. Momentchen mal. Oder ich gehe mit Rim rein, ne? Ja, gehen wir mit Rim rein. Dann trifft er... Ja gut, beides wäre mit Pflanze vierfach resistet, aber egal. Das war gerade eine Menge Schaden, oder habe ich da was falsch gesehen? Ich meine, klar, es ist vier Level über uns, aber trotzdem war das ein bisschen zu viel. Hör mal auf, Luftschnitt zu machen. Das ist zu viel Schaden. Noch eine Runde halte ich das nicht aus. Ah, vielleicht knapp, aber... Dann halt eben eine Kehrtwende, ne? Mit der Hoffnung, dass die reicht? Das wäre mal gar nichts. Ja gut, Bernd, halt du mal bitte hin, ne? So. Das ist schon mal besserer Schaden. So. Lichtkanone. Komm schon. Bernd, ich glaube an dich. Warum ich ihn auch immer wieder Bernd genannt habe. Bitte. Ich weiß, es war ein Fehler, dich Bernd zu nennen, aber egal. Sehr schön, Bernd. So, Adriane. Haben wir auch besiegt. Schutz wirkt nicht mehr, okay. Diese Hütte hat aber auch schon bessere Tage gesehen. Immerhin ist es gemütlich, also fühl dich wie zu Hause. Möchtest du dich ausruhen? Ja! Juhu! Ich bin vielleicht ein bisschen leise, oder? Route 216, immer noch. Dann fangen wir uns jetzt mal schnell ein Pokémon-Fragezeichen aus, Rufezeichen. So, wir haben noch eine Menge Superbälle, ne? Ah, ein Sneebel, okay. Dann wird das ein... neues Pokémon, das wir endlich mal fangen können. Und wir noch nicht haben. Das ist toll. Nur Ampelleuchte kann ich da jetzt nicht machen. Komm schon, sonst reicht auch keine Attacke bei irgendeinem Pokémon aus. Genau. Der Schaden war schön. Können wir auch ausnutzen. Ich wollte schon sagen, ha, und jetzt wird es noch von Hagelsturm getroffen, aber das war dann wohl nichts, ne? Komm schon, Superball. Flieg und Sieg. Wow. Wie mache ich das? Ich glaube, ich schicke jetzt Bernd rein und mache nochmal Zugheap, ne? Gut, dass ich den noch hab. Leider habe ich meinen Gesang nicht dabei, aber... Also meinen Gesang Altaria, aber... Boah, ne, dürfte jetzt nicht so schlimm sein.
So, hier. Yeah. Wow. Gerade eben hatte ich ein bisschen Schiss bekommen, als der Balken so schnell fiel. Zum Glück kann das nicht sowas wie Bodycheck oder so. Und jetzt so. Sneeple setzt Bodycheck ein. Das kannst du nicht mehr lernen. Wunderbar. Sneeple wurde gefangen. Neues Teammitglied. Sehr schön. Für Sneeple wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ein raffiniertes Pokémon, das in Zusammenarbeit mit einem anderen Sneeple gerne Eier stiehlt. Aha. So eins bist du. Männlich. Peter. Einfach weil ich es kann, Peter. So. Wie ihr seht, habe ich mich nicht von der Stelle gerührt, außer dass ich jetzt noch ein Eis in der Hand habe, ne? Dass ich dann... Hallo? Oh. Genüsslich verzehren kann, während ich jetzt hier auf Route 217 mit Hilda spreche. Warum auch immer. Oh, Birgit! Bist du zufällig auf dem Weg nach Blizzach? Da will ich auch hin. Wenn ich die Fallen Flieger einsetze, kann ich auf direktem Weg dorthin gelangen. Aber ich laufe lieber, das macht mir keine Probleme. Ich bin an Kälte gewöhnt, denn ich laufe immer barfuß und in leichter Kleidung. Hachi! Ach, das war wohl nur ein Kribbeln in der Nase, nichts Wildes. Echt, mir ist gar nicht kalt. Ich mach mich mal dann auf den Weg. Pass auf dich auf. Komisch, dass die Kampf-Arena-Leiterin ja eigentlich schwächer ist als Frieda. Diese Kälte kann sich mit dem Feuer in meinem Herzen nicht messen. Hm. Eigentlich? Gibt es irgendeine Pokémon-Stadt, in der es mehr Weiber als Männer gibt? Das würde ich mal gerne wissen. Ich finde es ja schon sehr bemerkenswert, dass ich ja Camilla feier in Schwarz und Weiß 1 sowie 2. Denn sie ist auch die einzige Arenaleiterin, die sich auf Elektro-Pokémon spezialisiert. Ja. Ja. Sie ist geil, jetzt gib's zu. Ja, sie ist geil, ich weiß. Wieso kann ich einen Donnerblitz? Ist ja mal voll unfair. Hätte ich jetzt mein Knacksel, wäre das alles kein Problem. Da muss Bernd mal wieder her. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Da muss Luna her? Fragezeichen. Ich glaube, ich stall jetzt dem seinen Donnerblitz aus, ne? Was will ich denn anderes machen? Ich habe ja jetzt mittlerweile genug Top-Tränke. Hypertränke.
Ich habe irgendwie nicht gedacht, dass mir Elektro-Pokémon so ein Problem machen. Gut, andererseits, wer erwartet, dass hier jetzt schon direkt ein Donnerblitz ankommt, ne? Bin jetzt gerade am Überlegen, wie wir dann die Arena machen wollen, die Elektro-Arena. Weil es könnte schon noch ein großes Problem werden. So. Schön genüsslich mein Eis verzehren. Gar nicht aus der Ruhe bringen lassen von diesem Elektek. Eigentlich könnte ich sogar ausnutzen, dass Marcel bei mir im Team ist. Es ist ja tot, ja. Und ich glaube, das mache ich sogar. Solange es ja keine Erfahrungspunkte erhält, darf es ja am Team bleiben. Es wird jetzt nicht Elektek besiegen und Elektek kann keine Explosion erlernen. Und, ne? Ich glaube, ich bin jetzt mal bitchig. Ja. Mache ich. Aha. Einfach nur, weil ich geil bin. Solange es keine Erfahrungspunkte erhält, ist es voll legitim. Ich glaube, da muss ich das Regelwerk aber nochmal überarbeiten. So. Alien. Ich glaube, Alien hält noch am meisten aus. Schon krass. Komm, guck mal auf eine neue Route. Der erste Trainer macht dich fertig. Ah, alles klar, köte mich mal.